Reihe weiter, Mythos 2, falls ihr den überhaupt kennt, aber ich habe den schon oft gesehen, ist der Mythos, Frauen hätten so aus biologischen Gründen ihre Partyjahre zwischen 20 und 30 und würden dann ja tendenziell eher, also dann die Alphas daten und in den 30ern dann ja Kind haben wollen und dann eher Betas daten, was wie auch immer mal Alpha und Beta definiert. Kann man nochmal an einen anderen Punkt zu kommen, ob das jetzt in unserer Gesellschaft so ist, das sieht natürlich manchmal so aus. Ich meine, Männer haben auch ihre Partyjahre, davon mal ganz abgesehen, aber ja, die Frage ist, ist das in irgendeiner Weise, kann man das in irgendeiner Weise evolutionsbiologisch oder sonst wie herleiten, was immer mal ganz gerne gemacht wird, und kann man tatsächlich nicht so, weil, also es kann sein, dass es jetzt so ist, da kann ich an anderer Stelle mal drüber diskutieren, aber tatsächlich ist es, ja, soweit wir das wissen, gesellschaftlich in der Historie des Menschen so, dass deutlich früher geheiratet wurde, früher, ne? Also es wurde vielfach schon mit 12, 13, 14 galten ja, Menschen als irgendwo heiratsreif, ausgewachsen genug mit Eintritt in die Pubertät, und logischerweise ja, hatten viele Frauen dann mit 18 auch schon ein Kind, mehrere Kinder und bestimmt nicht ihre Partyjahre zwischen 20 und 30. weil früher wurde ja auch schon mit 35 gerne mal gestorben, darf man ja auch nicht vergessen. So. Also insofern hatten die eigentlich gar keinen, also die hatten natürlich auch nicht ihre Partyjahre zwischen 13, also sowas will man jetzt gar nicht nachdenken aus heutiger Sicht, aber versteht schon, was ich meine. Die hatten natürlich auch nicht früher ihre Partyjahre, weil die einfach, ja, weil einfach man früh zusammengekommen ist. Also das lässt sich auch kulturell belegen, was jetzt so vor 5000 Jahren waren, keine Ahnung, weiß keiner. Aber ja, die haben dann halt Kinder gekriegt und fertig, wie das andere Säugetiere auch machen. Und es gab keine Partyjahre. Also natürlich, es gibt, das habe ich auch gelesen, es gibt kulturell durchaus so Sachen, dass man jetzt nicht, kann man nicht alle Kulturen, so eine feste Hochzeit oder so. Aber da gab es natürlich, manche Kulturen gibt es schon so Vorläufe, wie wir das jetzt auch sehr lange sehen, dass man mal sich ausprobieren konnte, um den richtigen zu finden. Aber ja, also dann kam der Ernst des Lebens, wenn man das so sehen will, recht schnell, ne? Da kann man mal sehen, wie sehr das heute anders ist, ne? Also es wäre früher nicht denkbar gewesen, dass man in den 30ern erst Kinder kriegte. Tja, hätte die Menschheit wohl nicht überlebt, so, ne? Ja, was denkt ihr dazu? Und findet diese Reihe spannend? Lasst gerne mal Kommentare da und wir sehen uns bald wieder.